Leute, ich bin's wieder, Parisu Eti. Und ich habe eine gute Nachricht. Hier gibt's keine roten Juwelen mehr. Und was sagst du, Alter? Okay, ja, ich hab's verstanden. Ach nee, be careful gesagt. Also war der ganze Weg eigentlich umsonst. Naja, lieber zu viel gucken als einmal zu wenig und dann scheiße schreien. Ich muss aber eigentlich aufpassen, wie ich die Aufnahme mache, beziehungsweise wann. Das Problem ist nämlich, ist wenn nämlich in einen dunklen Raum, wird es mir zurechtschneiden, der Ränder schwierig, weil ich das dann nicht so richtig sehen kann. Ich meine, schwarz auf schwarz, da sieht man es nun mal sehr schlecht. Da komme ich nicht hin. Okay, tschüss. Und bitte keine Schnappenschlacht, wenn ich nicht da bin, okay? There was a timbrious point as the law effect. This probably what the word may mean by the breeze of the spirit. Also der alte Mann hat was vom Atem her, der Atem des Geist, der Geister gemeint. Also Atem des Geistes oder Odem des Geistes, glaube ich. Wegen den Haarschaffen. This is a cliff voice of the heart. Aha, kein Wind und deswegen hast du Herzklopfen. Wieder viele, viele Monster. 12 Stück. Oh! Ich muss ja nicht gleich den reinrennen, oder? Und ich mache es. Ist mir noch nie passiert, aber dafür bin ich woanders mal gestorben. Naja, erfährt ihr, wenn ich da an der Stelle bin. Mein bester Kumpel macht es immer noch darüber lustig, wenn ich wenn ich ihn das mal wieder so erzähle. Weil ich sagte wirklich, oh, ich bin tot. Ja, um genau zu sagen, mein Kumpel hat mich gewarnt und sagte, Vorsicht, bin schnell. Und in dem Moment war ich schon tot. Ich meinte so ganz dümmlich, oh, ich bin schon tot. Und ich sollte aufpassen, dass ich nicht sterbe. Eigentlich ist das recht einfach. Aua! Okay, die waren immer arschig, fällt mir ein. Ich bin beinahe reingerannt. Geht endlich mal tot. Ja. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Verteidigung. Nein. Okay, hier sieht die Vertiefung. Dann muss ich einen Teil holen. Wenn ich es richtig im Sinne. Ach, guck mal. Die kennen wir doch. Diese riesigen, grünen, ekligen Kellerasseln. Ey. Hör auf mich zu überrennen, du blödes Viech. Was ist los, Fraps? Ach, wieder so ein Schlammmonster. Apropos Monster, kennt ihr Lovecraft? Oh Mist, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ich glaube, ich werde gleich tot gehen, wenn ich nicht aufpasse. Oh, nö, vergiss es. Uah, ich hasse das. Naja, man muss einfach gucken, wie die stehen.
Ja, Lovecraft, also Cthulhu und Co., diese netten Ungeheuer, die so abstrus aussehen, die wirklich von aus einem kranken Kopf entstehen könnten. Oder einfach halt mit sehr viel Fantasie. Ich empfehle euch mal die Reihe. Also, was heißt die Reihe? Seine Geschichten. Die sind ganz gut. Aber wenn ihr Angst habt im Dunkeln, tja, nicht mein Problem. Schaut mal, kann richtig den unter... die untere Etage sehen. Und ich bin doof. Heil mich! Okay, was hat das jetzt mir was gebracht? Ach, da ist noch ein Monster. Ach du. Oh ja, Herz. Herz ist Trumpf, wie ich immer sage. Puh, Glück gehabt. Diamond shaped. Ja, machst du mal weiter? Blue block, diamond shaped block. Wieso ist das ein Doppel? Ach so, blauer Block, diamantförmiger Block. Ach, das habe ich. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber die Augen der Figuren, also dieser Statuen, die ich erhalten habe, die leuchten. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber die leuchten. Ja, zum Glück kann ich hier nicht reinspringen. Und er steckte das rein. Alles Gute kommt von oben. Also hier gibt es einfach Rätsel, die auch zum Glück nicht so schwer sind. Oh. Schon wieder das Arschloch. Oh Mann, ich mag den. Ich mag solche Dinger nicht. Hallo! Au! Die kommen richtig zugerannt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ey! Das ist die Scheiße. Tut mir leid, eine Schlammpackung wollte ich von euch nicht haben. Hä? Hier kam ich doch raus, oder? Jupp. Aber die kloppen sich nicht. Schade. Kein Catfighting. Das sieht aus wie Rost. Lächelt der, wenn ich mal so die Augen ansehe? Also von diesem Schlammmonster. Oh, ein Skelett. Mal sehen. Eine Türe, wo es sollte eingerichtet? It's a skeleton on hands is some kind of sham. Inside is a scrap of papers with wooden on it. Father, please come back alive. Nana, when you find the guard ship, buy a cook. Servus. Merkt euch die Namen, Leute. Merkt sie euch, ihr werdet schon sehen. Oh, guck mal. Habt ihr es gesehen? Kellerassel nur in anderer Farbe. Ich blinke, ich bin eine Glühbirnchen. Allerdings, ich muss sagen, irgendwie sieht das Leuchten nicht gerade gesund aus, Will. Das erinnert mich an so eine Strahlung, dass alles andere so schön ist. So, ich sag nur Homer Simpson.
Der muss auch im Dunkeln strahlen. You found a herb. Kommt mir her! Ja, komm her! Mist! Meine Flotte ist nicht lang genug! Okay, ich muss hier irgendwo hier den Weg lang gehen. Tja, jetzt irre ich mal, wie wir kloppen. Ach komm, ich kann ich dich erwischen. Wie der Automaris blühen. Nee. Hä? Aber ich muss auch sagen, die Karte bringt mir gar nichts. Das ist keine Karte, das ist nur ein Radar, wo die mal anzeigt, wo Monster sind. Ich weiß auch nur, wie ein Heilkräuter hier. Naja. Die Heilkräuter kann man nicht genug haben. Besonders wenn man eigentlich auch bedenkt, dass Heilkräuter wirklich nur begrenzt vorhanden sind. Okay. Ja, super. Jetzt bin ich da wieder unten. Juhu, ich irre! Um mich herum, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Kannst du von der... Ach, ich kann... Sagt eigentlich, dass da kein Wind weht? Shit, wo muss ich nochmal lang? Wie wär's einfach runterspringen? Ach, nicht schon wieder, ihr Arschlöcher. Oh, geht's noch? Geht's euch noch? Na super. Ich hasse diese Dinger. Ich habe die immer gehasst. Nanu? Ja, schau doch mal, der lächelt. Seht ihr das nicht? Der hat ein lächelndes Gesicht, auch wenn er keinen Mund hat. Ja, ich bin wieder der Kammerjäger vom Dienst. Jo, mehr Angriffsstärke, das freut mich. Okay, keine Monster mehr. Ne? Ich hab nicht gesagt, dass du rausgesetzt. Was war das für ein Geräusch? Oh! Schleimies! Es gab mal früher die Zeitschrift Yps. Die hat nur so Gimmick gehabt. Unter anderem hatte sie so ein... ja, auch so ein Gimmick, aber das sah genauso aus wie das hier. Nur in Rot. Und wenn man das so übergestülpt hat, dann ist das hochgesprungen. Denkst du sagen. Also, okay, man darf natürlich nicht den Kopf darüber halten. Man kann es ins Auge gehen. In was nur das Wort ist. Daran erinnern mich die Dinger. Dass nun dieser Gimmick von Yps nur mal keinen bösen Blick hat. Boah. Tasse, du siehst den Arsch nicht. Ich komme da nicht ran. Ah, Schleimi. Ich muss sagen, die finde ich noch unheimlicher als die von Legend of Zelda.
Ach ja, Yps, ich hab's gerne geholt früher. Aber irgendwann habe ich es nachgelassen, weil es wurde beschissen. Ja, es wurde beschissen, Leute. Das ist nochmal ein Skelett. Geschichten haben sich wiederholt. 0 auf 15 Story. Ich wollte mit dem Skelett reden. There's something on the ground here. If I can move that ghost too, I can pass. Oh nö, ich habe schon wieder den Fallschleuder. Ja. Okay. Ja, die Geschichten haben sich wiederholt. Sie waren 0,50. Und auch die Fortsetzungsgeschichten, die sie rausgebracht haben. Also, sie hatten immer Fortsetzungsgeschichten. Das waren eigentlich letztendlich ja Bekannte wie Asterix und Lucky Luke und sowas. Mal ganz ehrlich, Leute, das war scheiße gewesen. Und das Schlimme ist, ach nee, da kam ich zurück. Ja, ich habe manchmal Notizen wie ein plattgefahrenes Wildschwein. Es war tatsächlich so, dass die Gimmicks, und das war wirklich das Schlimmste, sich nur wiederholt haben. Ja, die Dinge haben sich nur wiederholt. Es war keine Abwechslung. Nee. Ich glaube, ich soll da oben rein. Sowas. Und mal ganz ehrlich, was sollte ich bitte schön mit Sachen wie Obstbaum, also Eider oder auch wie heißt nochmal die Urzeitkrebse? Was soll ich denn damit? Und das sag ich mal bei fast jeder zweiten. Ist denn hier mal Gott? Ach so, das hätte ich ja beinahe vergessen. Oh. Ja, ich brauche die. Den kann ich erst später töten. Das sind sozusagen die Armors. Ja, das sind die Armors aus Legend of Zelda. Kommt man denen zu nahe, werden sie wach und greifen an. Muss ich schon hier hin? Ich glaube, die werden ja auch gleich wach. Und ich kenne auch diese ganzen Armor-Sachen. Armors. Die dann, wenn man zu nahe kommt, aktiv werden und dann mit voller Karacho auf einen hinrennen und platt machen wollen. Wie werden sie auch rennen können? Ich meine, bei Atwala. Ja, Atwala Prinzess, oh Gott. Oh. Okay, ist ein Gegner. Und die können mit Feuer spielen. Ei, hallo? Was soll das denn, Leute? Na super, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe. Ich erinnere mich, die sind arschig. Würdest du eigentlich mal tot gehen? Und oh, die sind so hinterhältig, ja. Na, eigentlich. Wieso könnt ihr das? An, wenn ich ein bisschen seitlich bin, dann greifen die mich nicht mit dem Feuer an. Hat er sich für Feuerbändiger oder was?
ihr seht's. Mist, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Sorry. Oh, super, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir weniger. Ja, zu früh gefreut. Ja, spring mich an, du Riesen. Oh, super, das verdammte Ding ist... Das ist eigentlich über mir und hat mich trotzdem verletzen können. So. Einmal heilen, bitte. Und dann ist erstmal wieder Schluss. Oh ja, der gefällt mir. Nein, bitte nicht. Ich will mich erstmal wieder zu den Kuren und der Freeman verwandeln. Ist das eigentlich eine Übersetzung, Felix? Soll eigentlich Freedom heißen? Einmal speichern. Ja. Und wir sehen uns gleich, Leute. Matanei.